Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 14 Ultimate Team. Diesmal spielen wir wieder mit unserem schönen, super tollen Ultra Hybrid Team hier. Und ja, ganz kurz mal hier einen Vertrag geben, dem guten Mann. Gucken, lohnt es sich, Verträge zu verkaufen eigentlich? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe so viele Verträge, wie man vielleicht gerade gesehen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich verkaufen sollte. Aber am Ende von FIFA sowieso. Oh, ich kenne die Preise auch aktuell überhaupt gar nicht. Kann losgehen gegen diesen Gegner. Wir haben 14 Punkte, brauchen noch 4 Punkte zum Aufstieg und wir haben noch 4 Spiele. Das heißt, 4 Punkte aus 4 Spielen sollte machbar sein. 4, 5, 1 hat er hier. Mit einem Marcelo, der einfach gar nicht reinpasst, links. Naja, naja, naja. Ansonsten sehr viel Dortmund. Sehe ich da fast nur Dortmund. Ein Bayern-Spieler, also ein Götze, ein Özil und ein Marcelo noch, sonst nur Dortmunder. Naja, mal gucken. Na gut, Götze ist ja ein ehemaliger Dortmunder, kann man sagen. Ja, aber trotzdem. Alter. Oh. Oh Gott. Das war kein Abseits. Nein. Komm. Boah, alter Spiele. Nicht mit De Rossi. Na. Ah. Jetzt mit nach außen. Özil. Der Pass kommt bei Machet hier an. Kriegt Falcao das hin. Ein ordentlicher Abschluss. Jackson Martinez. Naja. Weinfeller hat ihn. Der war ja schon im letzten Spiel ein kleiner Wunderkeeper. Der fast alles gehalten hat. Quadrado. Gucken, ob er Falcao findet. Ah. War jetzt nicht so optimal. Jetzt haben wir wieder den Gegenangriff über Reus, der aber den Pass nicht ordentlich hinkriegt. Boschikowski. Boschikowski. Aber Lavezzi. Nimmt ihm dann den Ball ab. Oh, und Rossi, sehr schön. Komm, Falcao. Er ist zu langsam. Er ist wirklich einfach zu langsam manchmal. Na, verdammt. Chiellini macht das sehr gut. Dann haben wir Lavezzi, aber der bleibt nicht hängen. Jetzt Jackson Martinez. Natürlich macht er den. 20. Minute. Kopfballtor durch Jackson Martinez. Stand auch mehr als frei. Also den hätte jeder gemacht. Hoffentlich. Er kann Weinfeller auch nur noch hinterher gucken. Und dann steht es ja 1-0. Oh Gott, Marco Reus. Der kann Skill-Moves. Ja, aber das war zu viel des Guten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, den habe ich noch. Ah, schade. Schade. Ich sogar nach dem Freistoß, nach Ewigkeiten. Vorteil. So. Oh Gott. Warum nicht an den, der da weiter vorne stand? Ich verstehe es nicht. De Rossi, sehr schön. Pass war nicht optimal. Der auch nicht. Ach Mann. Komm, De Rossi. Flank. Kopfball nicht. Schade.
James Rodriguez lässt den Verteidiger sehr schön aussteigen. Oh, Hummels kriegt da nicht so einfach. Götze. Gündogan, Götze. Götze auf Özil. Oh Gott, es war wohl mehr als abseits. Das sind noch ein paar Meter. Alter. Thiago Silva verliert den Ball gegen Gündogan. Gündogan auf Błaszczykowski, Machetti hält. Knapp. Knapp, Freunde. Och, Machetti hat ihn. Da kommt er an. Der ist schon bei Falcao. Ah, hätte ich den noch passen können jetzt. Dann geht's zum gegnerischen Keeper. Oh, dankeschön. Perfekt. Und er macht ihn eiskalt. Jackson Martinez. 37. Minute. Mein Gegner bricht ab. Rage Quit. Sehr schön. Gut, ja, was soll ich sagen? Das war eine kurze Runde FIFA. 36 Minuten gespielt. Naja. Vor allem, er bricht bei einem 2-0 ab in der 37. Minute. Also, da muss man schon echt übertreiben. Ja. Martinez mit 8,0. Also, Martinez ist wirklich unstopplich. Unstoppable, kann man sagen. Gut, ja, weiter. Was soll ich machen? Wieder 3 Punkte. Ergattert noch keine einzige Niederlage in dieser Saison. Es scheint zu laufen derzeit. Ja, 1 Punkt brauchen wir noch. Beziehungsweise mit 4 Punkten kriegen wir gleich noch den Titel hier, die Liga 3 Titel. Das heißt, da würden wir noch ein paar mehr Münzen drin sein. Aber darauf bin ich eigentlich gar nicht so heiß. Naja. Na, gucken wir mal, das machen wir jetzt noch 8 Minuten ungefähr. Sind jetzt rum. Und ich will eigentlich jetzt nicht noch eine Runde dranhängen, weil das wäre dann nochmal 20 Minuten, das wäre dann eine halbe Stunde. Und Leute, das dauert einfach dann ewig zum Encodieren und die ganze Scheiße. Also, 3000 Münzen, was machen wir? Wen haben wir denn hier aktuell im Team? Team der Saison. Da gibt's auch ein paar gute, ne? Ja, sehr viele gute Silberspieler vor allen Dingen. Sehr viele gute Silberspieler und ein Bronzespieler, der raussticht. Jedlin, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Der ist über 1 Million Coins, glaube ich, wert. Soweit ich weiß, dieser Bronzespieler hier. Naja. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Menge Goldspieler. Im aktuellen Team of Season von der Major League Soccer in den USA. Wir haben 3100 Münzen. Können wir davon irgendwas machen? Ich guck mal ganz kurz. Goldsets. Warum gehe ich zu Goldsets? Wenn dann Silber. 3750 kostet hier ein so eins. Das wären 600 Münzen, die uns fehlen. Passt mal auf, machen wir jetzt mal live. Dann ist die Folge auch nicht so mega krass kurz. Gucken wir mal meinen Verein. Und suchen uns ganz kurz mal einen Spieler raus, den wir einfach mal schnell verkaufen. Ich habe eine ganze Menge Spieler. Ich habe auch schon extrem viele schnell verkauft. Für dieses Team, mit dem ich gerade gespielt habe. Davon möchte ich eigentlich auch keinen verkaufen. Landreau braucht kein Mensch. Zack, weg. So, dann haben wir unsere 3750 Münzen. Und dann kaufen wir uns noch ein schönes Silberset. Set. Gibt es irgendwie Spezialsets? Achso, Season Pass. Nö, nur die Standarddinger. Ach, ich wollte nicht zu Gold. Ah, was haben wir denn hier Schönes? 25k Packs, noch 17 Stunden. Naja, können wir jetzt. Verdammt, bin ich schon rausgegangen. Es tut mir leid für meine Verpeiltheit. 3750 Münzen. Ach komm, machen wir doch mal. Sind wir fast bei 0. Mal gucken. Vielleicht
ziehen mal was Anständiges, wahrscheinlich nicht. Überspringen mal nicht und gucken, was wir drin haben. Ach du Scheiße. Ernsthaft, Leute. Ernsthaft, 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 ernsthaft. SC Cambo-Trikot. Einmal alle Verletzungen. Nein, das ist wirklich Worst Case, kann man sagen. In so einem Pack, ey. Gott. Ja, was soll ich machen? Verdammt. Bist halt schnell verkauft. Tschüss. 38 Münzen haben wir jetzt noch. Was machen wir damit? Ich weiß vielleicht, dass so ein Bronze-Pack da 57 Münzen kostet. Deshalb machen wir nochmal Folgendes. Und danach ist auch wirklich Schluss. Wir verkaufen nochmal ganz kurz, bis wir 750 Münzen haben. Dann kaufen wir uns nochmal ein schönes Bronze-Pack. Ein Bronze-Pack, was übrigens auch ein Trading-Tipp ist. Bronze-Packs einfach zu kaufen. Diese 400er Bronze-Packs. Weil meistens, wenn man dann alle Sachen, die da drin sind, auf dem Transfermarkt anbietet, kriegt man nachher mehr raus als 400 Münzen. Beim Mindestkaufpreis ist ja 150 Münzen und wenn man alle Sachen da für 150 Münzen verkaufen würde, dann würde man auf jeden Fall schon mal mehr raus haben als vorher. So, jetzt gucken wir mal. So, diesen Typen, Schirkov, brauche ich nie wiedersehen. Der Keeper sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Diese ganzen Russen hier, ne? Braucht kein Mensch. Ihn hier auch nicht. Tschüss. Lovren. Mach's gut. Ach komm, gehen wir noch auf 1500. Guter Innenverteidiger ist hier noch. Guter ZOM. Ah, Scharwin. Der hat mal bei Arsenal gespielt. Dem habe ich immer gerne im Karrieremodus, heißt es jetzt. Vorher ist es ja mal Manager-Modus. Mit dem habe ich oft im Karrieremodus immer gespielt. Wenn ich mal Arsenal gespielt habe, fand ich den immer eigentlich ganz gut. Gut, dann kaufen wir jetzt 257 Münzen Bronze-Packs hier. Da sind drei seltene drin. Wir überspringen mal. Schlechter Rechtsverteidiger. Guten Kopfball-Stats. Cool. 100 Münzen. Können wir mal einlösen. Zumindest mal ein seltener Spieler. Ist ja immerhin mal etwas. Jetzt mache ich wohl denselben Fehler fast. Drei Münzen weg. So, und dann das letzte Pack. Dann ist auch Schluss, Ende Gelände. Ich verstehe übrigens nicht, warum da eigentlich Goldspiele auf den Bronze-Packs drauf sind. Immer etwas komisch. Hier zum Beispiel Falcao. Naja, egal. Gucken wir mal. Sieht sogar ganz anständig aus. Benatelli, ein Deutscher. Ja, der sieht wirklich sogar ganz anständig aus. 70er Pace für einen Bronze-Spieler auf jeden Fall. Ganz cool. FC Metz. Ein lustiges Trikot. Na gut, alles in dem Verein. Zack, zack, der Ball kommt weg. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge hier. 13 Minuten ungefähr haben wir. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.